Ich sehe Nero in das Video reinkommen und ich weiß, es geht um Geld. Warum? Deswegen. Es scheint um Geld zu gehen gerade. Ich mag Moneten. Let's go. Frage beim letzten Mal hat niemand richtig beantwortet. Antwort wäre 1075 gewesen. In irgendeinem Video verlose ich dann einfach 2 Gutscheine dafür. Na, danke für den krassen Support unter dem letzten Video. Heute dennoch mal wieder reguläre Länge durch solch einstündige Blare. Holy shit, Alter. Warum klingt denn das Just Nero-Video so anders durch diese Kopfhörer? Hä? Verrate, gerade bei dem Thema bekomme ich schneller graue Haare als Kaneki auf dem Stuhl. Oh ja, das letzte Video war wirklich ein Fiebertraum. Melanie Sieg Müller dürfte dem einen oder anderen, der mein Gekrächze hier verfolgt, noch ein Begriff sein, nehme ich an. Der Schmuh wurde immerhin warum auch immer 400.000 Mal angeklickt. Ihr wisst schon, deutsche Influencerin, übelst große Reichweite und einen das ein oder andere Mal etwas lockerer sitzenden rechten Arm, der zuckungsartig zum Gruß ausholend nach oben schnellt. Vor allem, wenn entsprechendes Klientel in der Nähe ist, das dann auch noch fürstlich fürs Auftreten entlohnt. Ey Mensch, kann doch mal passieren, dass man reflexartig reinhitlert, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Überhaupt, das hat doch alles nix mit nix zu tun. Ja, so in etwa ihre Rechtfertigung. Bevor wir zu den jüngsten Übereignungen der Erschlagnisse kommen und lasst euch gesagt sein, scheiße ist das eskaliert. Ey, ich bin sogar aktuell mit den Skandalen, ich kann es wortwörtlich selbst kaum fassen. Zum Verständnis, diese Frau hat mehrere hunderttausend Follower im Internet, tut von einem multimillionenfach geschauten TV-Format zum nächsten. Ich will hier bewusst nicht erfolgsgekrönt sagen. Schließlich gilt die Faustformel, wer im Dschungelcamp gelandet ist, auch wenn man es wie sie gewinnt, hat in der Regel seine Karriere... Das ist doch nicht dieselbe Person, Alter. Ihre Chef hat gegen die Wand gekracht. Oder man trägt halt den 24 Tim und hat sowieso keinen Charme mehr. Die war in aller Munde, so eine richtige, waschechte Prominente, brachial erfolgreich, stets in der Klatschpresse, überall Auftritte und kriegt es dennoch auf die Kette, überraschter als diese Pikachu-Fresse zu sein, dass da... Krass, Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, das sah gerade wirklich nach so zwei unterschiedlichen Gesichtsmerkmalen aus. ...darüber berichtet wird, wenn sie so einen Auftritt hier hinlegt. Oh, über was regen sich die Leute denn auf? Also heutzutage, da darf man ja gar nichts mehr. Ja, weiß nicht, eher nicht so sympathisch, ne? Boah. Aber Melanie, weißt du, was ich darf? Geld auf deinen Nacken verdienen. Ha! Honkai Star Rail, meine Freunde. Honkai Star Rail, Honkai Star Rail, es ist kostenlos. Die Plattform RPG aus der Spieleschmiede HoYoverse. Ich weiß ja schon durch die vorherige Zusammenarbeit und Kommentaren, dass einige von euch unter den 100 Millionen Spielern sind. Ihr kleiner Weeps. Deswegen wisst ihr... Weeps. Wahrscheinlich schon. Ihr könnt euch ein Line-Up aus den über 30 uniken Charakteren für das Turn-Based Combat zusammenschustern und die Semi-Open-World ordentlich zusammentrommeln. Statt jetzt hier... Ich hoffe, die von Honkai Star Rail zahlen Jules nochmal nach, Alter. Das ist so... Das ist das... Also wirklich das nachträglichste... Also wirklich das ekelerregendste, nachträglichste Placement überhaupt. Das ist so fucking im Kopf geblieben. Ein Schwärmchen über die Story, Grafik, Spielwelt und zu halten. Einfach heute mal primär Character Introduction. Faixio, der neue Wind-Attribut-Charakter, ihres Zeichens Martial Artist-Jägerin. Fluffige Öhrchen übrigens wie Zelda. Sie ist ein General der Xianqiu Yaoqing. Digga, was ist hier los mit den Einblendungen? Wer soll das aussprechen? Sie dual-wielded Gunblades, ist aber nicht limitiert auf Waffenklassen. Charakterlich ist sie vielleicht so ein wenig selbstsicher, egozentrisch, was auch in Ordnung ist, wenn man als Frontliner ordentlich Damage austeilt. Die Furries werden hier richtig bedient. Die trägt nämlich den Werwolf-Flug und wenn sie kantig wird, dann wird's haarig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt ein Problem mit mir? Ihr habt euch genau den falschen Gegner ausgesucht. Ebenfalls neu ist der Charakter Lingxia, eine Healerin, die aber auch als DD funktionieren kann. So viel sei gesagt, sie ist eine Eichenmistin. Den Rest, den müsst ihr schon selber rausfinden. Generell gibt es einige Neuheiten, wie das lang erwartete Pet-System. Jeder mag Pets. Aber das werdet ihr auch alles selbst herausfinden. Mit dem Link in der Beschreibung ladet ihr euch das Game nämlich jetzt runter. Zack, zack, nicht mein Code für 50 Stellarjade vergessen.
Auch wenn es für sie verwunderlich war, dass sie so scharf kritisiert wurde dafür, das Publikum noch angeheizt zu haben, damit weiterzumachen, hatte sie sich herabgelassen, dem gemeinen, wütenden Fußvolk ein Statement zu kredenzen. Diese Bauern! Irgendwie muss man die ins Wanken geratene Karriere ja retten. Man muss ihr lassen, Influencer-Statements scheint sie studiert zu haben, auch wenn sie anderweitig recht bildungsfern wirkt. Der Anfang, der saß nämlich. Und wie der saß. So, also hallo ihr Lieben. Kein bescheuertes Influencer-Statement ohne Eröffnungsseufzerchen. Ich weiß, ich wollte nichts mehr zu all diesem ganzen Shitstorm-Thema sagen und ich habe in den letzten Monaten wirklich... Hallo Leute. Ich habe es endlich geschafft. Das Statement, hier ist es. Bruder, da drüben, ich sehe dieses Display da drüben. Sie erklärte uns, dass das ja so ein ganz normales Oktoberfest und ein ganz normaler Auftritt für sie gewesen wäre. Für mich daher ein ganz normaler Auftritt und eine ganz normale Probe. Ah ja, sollte einem vielleicht zu denken geben, wenn man das als ganz normalen Auftritt vor einem ganz normalen Publikum wahrnimmt. So zumindest im ersten Teil ihres Statements. Im zweiten Teil hat sie behauptet, also ich kritisiere und distanziere mich von einschlägigen Parolen ja total. Ne? Daher auch mein Statement jetzt hier, denn ich möchte mich in derartigen Personen und diesen Gedankengut klar und deutlich distanzieren und verurteile dies auch aufs Schärfste. Ja, ist klar, du nationalistischer Nussknacker. Melanie, war diese Distanzierung mit dir in einem Raum? Im zweiten Teil vom Statement meinte sie dann noch, ach, hätte ich mal gewusst, dass da sowas passiert. Ja, was dann? Hättest du dann noch deutlicher mitgehitlert? Was sie zu dem Zeitpunkt des Statements nämlich noch nicht wusste, dem ein oder anderen Medienschaffenden Kasper, wie zum Beispiel meiner einer, lag noch eine andere Aufnahme von ihr vor. Ja. Halt eine Faschebraut, Alter. Also da, also eine Fliege. Eine ostdeutsche Fliege. War am Fliegen, die ostdeutsche Fliege. Etwas unvorteilhaft im Nachhinein für sie war, dass sie, bevor sie die Fliege wegscheuchen wollte, das Mikrofon von der rechten in die linke Hand buxierte, obwohl sie sonst immer das Mikro rechts hielt. Ihrem Ich hab gar nichts gemacht. Gefase ebenfalls nicht sonderlich zuträglich war, dass bekannt wurde, in welchem Umfeld sie so unterwegs ist. Ihr neuer Freund Andreas Kunz zum Beispiel. Oh, was ist das denn? Ist das der neue Thor Steiner Pullover aus der neuesten Kollektion? Ne? Der flitzt gerne mal in Thor Steiner Klamötchen rum. Sagen wir einfach mal, auf antifaschistischen Demonstrationen bis zum durchschnittlich konservativen Stammtisch wird man diese Marke eher weniger vorfinden. Würde ich einfach spontan in den Raum werfen. Von der Verbandung zu Asgard Security und etlichen einschlägigen Vereinen, die beobachtet werden, ganz zu schweigen. Da das alles mit dem Statement einfach nicht so richtig klappen wollte, wegen dem eben genannten, bleibt natürlich noch die letzte Option. Die Asgard-Karte eines Influencers, der sich so richtig in die Gülle manövriert hat. Die Mitleidschiene! Hi Leute, die letzten Sekunde. Die letzten Tage waren so schlimm. Das mediale Feuer. Ich krieg so Ärger, dabei habe ich... Unberechtigte Vorwürfe. Doch gesagt. Ich bin kein Rechtsradikal. Hat mich... psychisch und physisch so doll getroffen. Oh Gott, so Alter. Oh mein Gott. Oh meine Güte, du. Das ist jetzt aber auch wirklich ganz gefährlich hier jetzt alles. Mich an, ich bin Melanie Müller, ich bin Powerfrau. Ich bin keine Rechtsradikale. Ich halte so viel aus, ich bin ein Tank und ich knacke Nüsse mit meinem bloßen Mund. Und überhaupt, denk doch mal an die Kinder. Gott sei Dank hat dieses Schmierentheater nicht funktioniert. Und wie das funktioniert hat. Zwar fällt die kollektive Internetgemeinde, die auf Melanies Profilen rumwohnt. Und wie das... Medien sind die größten Aasgeier und Hyänen. Medien ist jedes Mittel recht, von gravierenden Problemen abzulenken. Oh Gott, Alter. Ist das eine Kacke, Alter. Das funktioniert hat. Zwar fällt die kollektive Internetgemeinde, die auf Melanies Profilen rumwuselt, ihren Gesabbel anheim, aber nicht... Sehr unvorteilhaftes Bild, muss ich sagen.
Die Justiz, möchte man zumindest mal denken. Ab hier beginnt nämlich eine Chronik aus juristischen Kopfnüssen, versuchen diesen zu entgehen, neuen Skandalen, Parallelen zum allerechten Insihasen und einer ganzen Menge Rumgejammer. Und wie gejammert wird. So richtig angefangen hat es mit einer Razzia bei ihr. Nicht nur einer und nicht nur aufgrund vom Rhein-Hitlern. Die gute Dame hat nämlich Geld am Fiskus vorbeigeschmuggelt, wie Swiper. Und zwar... Übrigens hier unten im Video, was da lang läuft. Vom Rhein-Hitlern. Die gute Dame hat nämlich Geld am Fiskus vorbeigeschmuggelt, wie Swiper. Und zwar 60.000 Dublonen. Wow, 2 Gold-Dublonen. Regel Nummer 1, nicht mit dem Fiskus. Denn der Fiskus nimmt dich hops, Digga. Fiskus, dich. Und zwar immer, ja, ausnahmslos. Immer, ja. Sonst, ja... kann es auch mal schnell zu einer Hausdurchsuchung wie bei Melanie kommen. Es gab übrigens bereits vorher eine versuchte Razzia, allerdings war niemand anwesend. Doof aber auch. Geld hat man im Endeffekt zwar nicht gefunden, dafür aber Koks. Also ja. Ich bin jetzt in der Dominikanischen Republik, da hat es ungefähr so 30 Grad jetzt. Ja. Und da ist es angenehm mit dem Klima. Wunderbar. Schneit es da auch? Nein, es schneit anders. Ja. Lieber Algorithmus, damit meine ich natürlich das Zeug, mit dem man Züge anheizt. Ihr Haus ist nämlich ein ehemaliger Bahnhof in Leipzig. Kein Scheiß jetzt, ne? Also letzteres zumindest. Ihre Gegendarstellung war, also diese Handtasche, nee. Die gehört mir nicht. Ich wusste übrigens gar nicht, dass da was drin ist. Ich persönlich glaube natürlich, dass Melanie nie auf die Idee kommen würde, sich achtnasig einen reinzuorgeln. Auf gar keinen Fall. Naja, aber die Frage bleibt, was macht die in deiner Wohnung? Ja, also... Hat eine Freundin hier vergessen. Das wäre von meinem Ex-Partner. Aber Melanie. Die Trennung von deinem Ex-Partner ist viele Jahre her. Und wieso war das aktuell in deiner Handtasche? Da sind ja auch noch andere Sachen drin. Wie kannst du denn davon keine Kenntnis gehabt haben? Abgesehen davon, dass von der Müller wie gewohnt... Hat mir jemand zugesteckt. Eine saudämliche Ausrede kredenzt wurde. Jetzt mal eine vielleicht unpopuläre Meinung von mir. Bestraft nicht den Konsumenten, sondern den Händler. Generell damals, als diese Kiffjoints... als die noch legal waren, die Sportzigaretten, hat man ja gesehen, dass es zu nichts führt, einzelne Konsumenten zu drangsalieren. Das ist reine Geldverbrennerei und blockiert im Endeffekt unnötig die Justiz. Gerade bei Gras, weil es sowieso immer fallen gelassen wurde. So, was hat man denn getan durchs Kiffen zum Beispiel? Dann doch lieber die, die es in den Umlauf bringen, sanktionieren, gerade weil viele Dealer das Zeug bis zum Geht nicht mehr gestreckt haben zur Profitmaximierung. Was da für ein Scheiß drin war, hat es 100.000 Mal gesundheitsschädlicher gemacht. Ich habe wirklich gelernt, so in einem Tutorial, ne, in so einem Tutorial-Kurs, dass Grinder, also die Scheiße, womit du die Blüten sauber machst, in der Mitte einen Magneten haben, der beim Grinden dafür sorgt, dass Blei und Metalle aus dem Gras herausgezogen werden. Digga, what? Oha. Blei ist doch nicht magnetisch, aber Metalle so allgemein. Also, na, dass Metalle da irgendwie rausgezogen werden sollen, dachte ich mir, ist krass. Ne? Blei bleibt drinne, weil ihr müsst den Scheiß rauchen. Aber es ist wohl versetzt mit anderen Metallen, so Metallspäne. Halte ich für Fake News. Kann auch jetzt Fake News sein. Vielleicht habe ich jetzt gerade Fake News verbreitet. Gucken wir das kurz mal nach. Cannabisblüten. Ja. Hol das Optimum aus deinen Blüten raus. Ich glaube, die haben meine Anfrage nicht verstanden. Ich glaube, die haben meine Anfrage nicht verstanden, Chat. Okay, kann sein, dass Fake News ist, Chat. Fake News. Es scheint Fake News zu sein. Es ist Fake News wohl. Alle Sachen, die ich hier sehe, sagen, der einzige Grund, warum der Grinder magnetisch ist, ist, weil es zugehen soll. Und damit ist es Fake News. Es ist Fake News. Aber es gibt echt eine Menge Anbieter für Grinder, wie ich hier sehe. Auch in der Schweiz. Na gut. Haarspray rauchen, Briggs und Industriekleber inhalieren. Das ist alles nicht so sonderlich gesund. Dem Konsumenten sollte lieber eine Hilfestellung und therapeutische Maßnahmen angeboten werden. Gerade Abhängigen von zum Beispiel anderen Drogen wie Opiaten oder sonst was. Aber bevor ich jetzt wirklich in absoluten Rant, was unsere Drogen... Guter Versuch von was? Politik angeht. Fake News hier reinzubringen? War bestimmt KI-generierte News. Ich kann mich gar nicht richtig... Ich glaube, ich habe das in einem YouTube-Video gesehen. Ich bin reingefallen, Chat. Verfalle. Ich kenne mich so wenig mit Gras aus, dass ich solche Informationen aufnehme und denke, aha, oh ja, oh, oha. Gucken wir uns mal lieber weiter Melanie an. Sie sollte sich wegen ihren Grüßen vor Gericht verantworten. Allerdings, ich bin so krank, oh nein. Sie konnte sogar einen Attest vorlegen. Der nächste Termin wurde dann auf Anfang Juli festgesetzt. Aber Plot-Twist,
Oh Mann, nein, ich bin schon wieder krank. Ah ja, das bist du aber auch wirklich. Wieder legte sie ein ärztliches Attest vor, das bestätigen sollte. Nee, die kann wirklich nicht, die ist zu krank fürs Gericht. Die arme Mensch, da war die doch glatt wirklich zu krank. Sie kam übrigens auf die Idee für eine neue grandiose Ausrede. Ich kann das bestätigen, mein Grinder ist magnetisch oben, aber richtig zum, aber mehr zum Zugehen. Ich hatte vor Jahren aber tatsächlich mal so feine Metallspäne drin. War nicht so geil. Hatte ich damals auch bei anderen rumgesprochen. Oder vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist das einfach ein Nebeneffekt von dem Magnet. Das alles, das könnte ja gar kein Hitlergruß gewesen sein. Ihr könnt mich ja nicht dafür drankriegen, das war keiner. Und zwar, weil sie stünde schon seit 11 Jahren auf der Bühne und sie habe diese Geste schon immer gemacht. Das Entschuldigung, wie bitte? Das hat ja gar nichts mit rechtsradikalen Gründen zu tun. Sie hat diese Geste schon immer gemacht? Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob diese Ausrede die Sache besser macht. Bin ich mir nicht sicher. Wenig später hat sich dann noch zusätzlich rausgestellt, diese Frau hat das Gericht eventuell ein wenig bambuselt. Warum ist sie zu krank, um vor Gericht zu erscheinen, hat dann aber einen Auftritt? Also, eingewachsenen Zehennagel. Sie ist zu krank, um sich gerade zu machen, aber gesund genug, um im Club rumzuwuseln. Ja? Das Statement vom Gericht dazu war, der Auftritt trotz Krankschreibung und nicht auftauchen vor Gericht, muss nicht zwingend rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, schön. Dann lasst euch halt verarschen. Also, die wollen doch wirklich verarscht werden. Ja. Wenn sie ihr das durchgehen lassen, animieren sie sie ja förmlich dazu, das noch ein drittes Mal zu machen. Mehr dazu später. Naja, jedenfalls sollte sie am Vorabend des Gerichtstermins einen Auftritt hingelegt haben. Und es liegt Videomaterial vor, auf dem sie ziemlich fit wirkt. Wenn ich gewusst hätte, dass kein Bock als ausreichender Krankheitsgrund gilt, ey, dann hätte ich mir einiges erspart in meinem Leben. Wie gesagt, selben Spaß hat sie schon am 18. Juni abgezogen. Als ihr das dann so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, dass sie trotz Krankheit putzmunter aufgetreten ist, war die Ausrede, naja, ich bin nur reiseunfähig, ich habe Tinnitus. Sie soll einen Schlaganfall im Gleichgewichtsorgan, rechtes Ohr, gehabt haben. Sollte das stimmen, tut es mir wahnsinnig leid, das ist mega schlimm, aber ich kaufe dir die Ausrede nicht ab. Diesen Schlaganfall soll sie vor wirklich etlichen Monaten, sogar Jahren gehabt haben. Und das Hin- und Herreisen und Fliegen, ey, das war nie ein Problem. Nicht im Ansatz. Komischer Zufall, dass es dann auf einmal, wenn man kurz davor steht, juristisch ein auf die Grüßeflösschen zu bekommen, zu einem wird. Aber dass diese Frau der Justiz ziemlich bescheuerte Ausreden kredenzt, das wissen wir mittlerweile. Vor kurzem war es dann aber endlich soweit. Sie erschien nach gezählter vor Gericht. Den Gruß, den hat sie mal wieder gänzlich abgestritten. Ist nicht passiert, obwohl es mittlerweile mehrere eindeutige Beweisvideos gibt. Alter, diese Alter, ohne Joke. Also ein so eindeutiger Gruß. Muss man mal so sagen, ne? Unter Heil, Heil, Heil rufen, ja. Immer noch zu leugnen. Ja, das ist schon. Ist halt wirklich nur noch albern. Steh doch wenigstens zu deiner Schmutzgesinnung. Meine Fresse, ey. Ihr Anwalt gab zum Besten, meine Mandantin hat keine rechte Gesinnung. Sie ist unpolitisch. Das hab ich schon mal gehört. Ganz unpolitisch. Ich bin apolitisch. Und jetzt wird's besonders ja. Nicht nur rein Hitlern tut sie nicht. Mit Drogen? Nö. Da hat sie auch nichts am Hut, obwohl diese mehrfach bei ihr gefunden wurden. Immerhin hat der findige Anwalt gerallt, dass es vielleicht eine Sack... Kennt ihr dieses Meme von Scooby-Doo, glaube ich, wo jemand dem Bösewicht diese Kappe absetzt, der sagt, und dann die Identität revealed wird? Dieses Meme kannst du da immer benutzen, wenn dann gesagt wird, ich bin unpolitisch, die Kappe wird ab, rechts. Ja, super. Keine dämliche Ausrede ist, alles auf den Ex-Freund, von dem man sich vor 3 Jahren schon getrennt hat, zu schieben. Ergibt keinen Sinn, dass seine Drogen in deiner Handtasche sind. Dieses Mal wurde die Freundin vor den Bus geworfen. Die Handtasche, die gehört nämlich ihr. Warum ist man da nicht vorher drauf gekommen? Warum war es vorher die eigene, in die der Ex-Freund die Drogen versteckt hat? Ergibt keinen Sinn. Der Prozess wurde auf den 13. August vertagt. Passiert ja häufig, dass in mehrere Teile aufgeteilt wird. Mhm. Aber bevor es dazu kam, hatte Melanie noch eine andere Sache zu bemängeln. Und zwar die Presse. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Oh, diese Presse, die hat mein Foto absichtlich hässlich gemacht, um mich öffentlich in ein schlechtes Licht zu rücken.
Kein Scheiß. Ich zitiere. Lustig, was die Presse alles kann. Bilder breitziehen. Leerzeichen, Fragezeichen. Also jetzt bin ich mir sicher. Hä? Das letzte Mal, als ich dieses Leerzeichen vor dem Satzzeichen so oft und penetrant wie bei ihr gesehen habe, war in diesem Video. Da wollte mir unter anderem jemand erklären, dass Nazi ja einfach nur ein Spitzname für den Namen Ignatius wäre. Wer heißt... denn überhaupt so? Ja, naja, dass dein dazu gepostetes Selfie ein wenig anders als das vor Gericht geschossene Bild aussieht, könnte eventuell... Vielleicht liegt das ja an Facefiltern. Daran liegen, dass im echten Leben vor Gericht keine Drollfilter auf deiner Fratze liegen. Let's go! Der Weichzeichner im echten Leben, tut mir leid, der wurde noch nicht erfunden. Ich weiß, Leben ist hart. Der Fokus hat sich mal ganz frech das Recht rausgenommen, Melanie die Ehre zu fänden. Sie haben das Originalfoto einfach mal mit dem von Melanie verglichen und voilà, sie sind identisch. Und zwar absolut. Generell werden auf solchen Fotos nicht außer höchstens mal die Lichtverhältnisse geändert. Ja, was anderes passiert nicht. Aber schön, dass du dich selbst als hässlich und entstellt betitelt hast, um irgendwie einen Punkt aufzubauen, dass die Medien dir wieder ankragen wollen. Leute vor Ort sagten im Fokus übrigens, dass sie wirklich exakt so aussieht wie auf diesen Fotos. Ei. Uff. Diese Frau. Giga-Uff an der Stelle, Alter. Giga-Uff. So, nun stand dann auch mal die Fortsetzung des Gerichtsprozesses im Hause. Aber statt dass Melanie auftauchte... Ich bin krank, ich bin so schwer krank. Ich bin krank. Nee, Spaß. Dieses Mal hat sie nämlich einfach ohne Attest blau gemacht. Ach so. Nicht mal die Mühe hat sie sich mehr gegeben. Bin da jetzt so ein bisschen skeptisch. Denn statt dass sie vor Gericht war, hat man sie kurz vorher in einem Club gesichtet. Und zwar auf Malle. Aber sag mal, Melanie, ich dachte, du kannst nicht fliegen. Wie bist du denn jetzt zum Ballermann gekommen? Erzähl doch mal. Jetzt wird's brillant. Nicht nur sie fehlte, das wäre egal gewesen. Man hätte nämlich ohne sie verhandeln können. Sondern auch die vom Verteidiger auserkorene Entlastungszeugin, ohne die die Verhandlung nicht stattfinden konnte, weil integraler Bestandteil der Strategie. Und bla. How convenient. Da die Hauptzeugin vom Verteidiger nicht da war, musste der Termin nach 20 Minuten abgeblasen werden. Ein Schelm, wer dahinter Kalkül vermutet. Alter, die Frau verarscht die Justiz nach Strich und Faden. Was ist denn die Strafe für dieses Verhalten? Ein Ordnungsgeld von 150 Talern. Ist das peinlich, Mann. Justiz, die will doch einfach nur verarscht werden, oder? Alleine, dass sie zu dem Zeitpunkt auf Malle war, zeigt doch, dass sie erst gar nicht geplant hat, diesen Prozess überhaupt stattfinden zu lassen. Letzten Endes konnte sie diesen Prozess aber natürlich nicht gänzlich vermeiden. Irgendwann werden die Strafen dann auch ein bisschen drakonischer. Nach 4 Anläufen erschien sie endlich vor Gericht und... Stay, du hast die Möglichkeit für einen Real-Life-Weichzeichner einfach die Brille runtermachen. Oh, this is not viel besser. Oh. Wurde verurteilt zu einer Strafe von 80.000 Euro. Huch. 160 Tagessätze, a 500 Flocken. Huch. Au. Das tut weh. Aber das tut wirklich weh. Naja, sie scheint es ja zu haben. Sie ist verurteilt worden für das Verwenden verfassungswidriger und Organisationen. Ebenfalls wurde sie für den Drogenbesitz verurteilt. Übrigens, sie wies ja stets die Nähe zum Rechtsextremismus zurück. Es gibt noch ein paar Archivierungen ihrer Takes auf Facebook damals. Die Quintessenz von vielen dieser Postings war in ungefähr: Oh, diese Ausländer! Die klauen unsere Jobs! Sie 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 klauen unsere Jobs! Die Shitshow geht allerdings weiter. Dass diese Dame nicht die allerhellste ist, das haben wir festgestellt mittlerweile. Aber was sie sich da gerissen hat. Sie hat vor Gericht auf einem Behindertenparkplatz geparkt. Nun sollte sich aber rausstellen, mit einem gefälschten Behindertenausweis. Bruder, was? Ich weiß nicht mehr, was ich zu... bist du Bruder, nur noch... Bruder, was? Bist du dumm oder so? Tatbestand Nummer 112042 kostet 15 Euro. Sie hat dann behauptet, den Ausweis von einer Behörde in Recklinghausen gehabt zu haben. Die Behörde da, von der da. Nun ja, nur...
die Sprecherin von der da Behörde hat dann ein Statement abgegeben. Wir stellen solche Ausweise gar nicht aus. Ja, hoppala. So eine Dokumentenfälschung mit gefälschtem amtlichen Stempel ist übrigens auch kein Kavaliersdelikt. Wie kann man so blöd sein? Die Stadt Recklinghausen erstattete übrigens Anzeige wegen Betrug und Urkundenfälschung. Melanie, du bist einfach eine Dumme. Boah, ist die dumm, Digga. Weißt du das eigentlich? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Clown-Fiesta weitergehen wird. Ich wollte euch einfach mal ein Update liefern, nachdem ihr damals so reges Interesse an dieser interessanten Influencerin gezeigt habt. Ich denke auf jeden Fall, das letzte Lied wird noch nicht gesungen sein. Außer Melanie entscheidet sich dafür, wegen ihres Tinnituses doch nicht mehr fliegen und auftreten zu können. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Euer Tschüss. Gutscheinfrage. Wer bis zum Ende bleibt, der muss belohnt werden. Wie viele... Ha! Ich bleibe nicht bis zum Ende. Also... Das ist halt einfach dämlich. Ne? Das ist halt einfach dämlich. Aber dumme Rechtsextreme machen dumme rechtsextreme Sachen. Guckt euch die Gutscheinfrage selber an. Das ist mein Statement, Chat.